Von einem riesigen Virus über zombieartige Kreaturen bis hin zu einem Schädel in den Wurzeln. Sieh dir 13 Fälle an, wie schreckliche Dinge in Eis eingefroren wurden. Nummer 13. Riesiges Virus. Ich brauche dir bestimmt nicht zu sagen, wie erschreckend es ist, ein Virus zu finden, das in der Zeit eingefroren ist. Dieses Virus, das im sibirischen Permafrost gefunden wurde und vermutlich 30.000 Jahre alt ist, ist wieder zum Leben erwacht. Sobald es aufgetaucht war, wurde es wieder infektiös. Schon allein dieser Satz könnte dir einen Schauer über den Rücken jagen. Ich meine, ein Virus, das wieder zum Leben erwacht ist, das ist ein Szenario wie aus einem Horrorfilm. Aber bevor du in Panik gerätst, Wissenschaftler sagen, dass dieses Virus keine Gefahr für den Menschen darstellt. Das ist schön zu hören. Zur Abwechslung mal eine gute Nachricht. Aber warum wird es als riesig angesehen? Nun, das liegt daran, dass dieses Virus im Gegensatz zu anderen gefundenen Viren unter dem Mikroskop sichtbar ist. Es ist sogar das größte Virus, das je gefunden wurde. Mit einer Länge von 1,5 Mikrometern kann es mit einem kleinen Bakterium verglichen werden. Nummer 12. Zombies. Moment mal, Zombies? Ist das The Walking Dead oder was? Aber bevor du dich auf die Zombie-Apokalypse vorbereitest, hör mir zu. Das sind winzige sogenannte Zombies, die mehr als 20.000 Jahre lang im arktischen Permafrostboden eingefroren waren. Sie wurden 2021 im Alaseia-Fluss in Sibirien gefunden und von Wissenschaftlern wieder zum Leben erweckt. Aber sie haben sie nicht nur wieder zum Leben erweckt, sondern auch Klone in einem Labor in Russland hergestellt. Ich weiß, das klingt erschreckend, aber lasst uns ein bisschen mehr über diese kleinen Zombies erfahren. Zum einen heißen sie eigentlich bedelioide Rädertiere. Das klingt auf jeden Fall weniger beängstigend als Zombies. Jedenfalls sind das vielzellige, mikroskopisch kleine Tiere, die im Süßwasser leben und seit etwa 50 Millionen Jahren existieren. Nummer 11. Das Zimmer eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Es ist mehr als 100 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg zu Ende ging, aber dieses Zimmer, das einem französischen Soldaten namens Hubert Rogerot gehörte, der in diesem Krieg kämpfte und starb, ist es immer noch genauso wie damals. Es ist, als wäre der Raum in der Zeit eingefroren worden. In diesem Clip gibt der jetzige Besitzer Daniel Fabré eine außergewöhnliche Führung durch das Zimmer. Du kannst die Jacke des Soldaten auf einem Ständer liegen sehen und seine Fotos und Bücher, die auf dem Kaminsims verstauben. Es ist faszinierend und erschreckend zugleich, all diese Dinge so verstreut im Raum zu sehen. Aber wie kann das sein? Immerhin ist es mehr als ein Jahrhundert her. Das haben wir den Eltern des Soldaten zu verdanken, die sein Zimmer genauso erhalten haben, wie es war, als er an die Front ging. Und als sie das Haus Jahrzehnte später, im Jahr 1935, verkauften, ließen sie die neuen Besitzer eine Klausel unterschreiben, die besagt, dass das Zimmer 500 Jahre lang nicht verändert werden darf. Nummer 10. Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben bereits über den Raum gesprochen, der seit dem Ersten Weltkrieg in der Zeit eingefroren ist. Schau dir jetzt eine erstaunliche Entdeckung aus dem Zweiten Weltkrieg an. Ein völlig intaktes RAF Kitty Hawk Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg wurde 70 Jahre nach seinem Absturz in der Sahara gefunden. Das Flugzeug verschwand am 28. Juni 1942 auf einem Flug von einem Stützpunkt zu einem anderen und wurde anscheinend abgeworfen und ging dann verloren, bis ein Ölarbeiter es 2012 entdeckte. Die Tatsache, dass es intakt und fast flugtauglich gefunden wurde, ist einfach unglaublich, findest du nicht? Nummer 9. Ein Dorf eingefroren in der Zeit. Jetzt gehen wir tausende von Jahren vor die Weltkriege zurück, um eine schockierende Entdeckung zu machen, die von Forschern der University Cambridge 1,82 Meter unter der heutigen Erdoberfläche gemacht wurde. Sie fanden ein Haus in der Nähe von Whittlesea in England, das auf die Zeit zwischen 1200 und 800 vor Christus zurückgeht. Den Forschern zufolge handelt es sich bei der Siedlung um ein Rundhaus, das vor etwa 3000 Jahren in einem Feuer verbrannte.
Was diese Entdeckung so schockierend macht, ist die Tatsache, dass die Gegenstände, die sich normalerweise zersetzt hätten, tatsächlich im Flussschlamm konserviert wurden. Die Forscher fanden auch Tassen, Schüsseln und Töpfe mit Lebensmitteln darin, ob du es glaubst oder nicht. Nummer 8. See unter dem Eisschild der Antarktis. In einem Canyon im Hochland von Princess Elizabeth Land in der Antarktis, etwa 3 Kilometer unter dem Eis, entdeckten Wissenschaftler etwas, das sie schockierte. Sie flogen mit einem Vermessungsflugzeug, das mit mehreren wissenschaftlichen Instrumenten, darunter auch Radargeräten, ausgestattet war. Als eines der Radargeräte, etwa 500 Kilometer vom Rand des Schelfeises entfernt, auf das Inlandeis gerichtet war, zeigte es eine helle und glänzende Reflexion. Es stellte sich heraus, dass es dort einen See gab, und zwar einen ziemlich großen. Der See mit dem Namen Lake Snow Eagle ist etwa 42 Kilometer lang, 15 Kilometer breit und 150 bis 200 Meter tief. Die Sedimente auf dem Grund des Sees sind 200 bis 300 Meter tief und könnten Flussablagerungen enthalten, die älter sind als das Inlandeis selbst. Das ist einfach unglaublich. Nummer 7. Grabhöhle aus der Zeit von Ramses II. Am 13. September 2022 fanden im Palmachim-Nationalpark südlich der israelischen Hauptstadt Tel Aviv Bauarbeiten statt, als ein mechanischer Bagger versehentlich in das Dach einer erstaunlichen Höhle eindrang. 2,5 Meter unter der Erde befand sich eine versteckte Höhle, die aussah, als wäre sie in der Zeit eingefroren. Ein Team von Archäologen wurde sofort gerufen und als sie am Fundort ankamen, konnten sie ihre Begeisterung nicht verbergen. In der Höhle befanden sich Werkzeuge, die seit 3300 Jahren nicht mehr angerührt worden waren. Die Archäologen waren so schockiert, dass sie diesen unglaublichen Fund als eine einmalige Entdeckung bezeichneten. Sie fanden Dutzende von Tongefäßen in verschiedenen Größen und Formen, darunter tiefe und flache Schalen, in denen sogar Knochen steckten. Das ist einfach erschreckend. Die Archäologen fanden auch heraus, dass die Höhle im 13. Jahrhundert vor Christus während der Herrschaft des ägyptischen Pharaos Ramses II. Als Begräbnishöhle diente. Nummer 6. Perfekt erhaltene Mumien. Im Oktober 2019 entdeckten Archäologen in Ägypten etwas, das sie schockierte. Ganz in der Nähe eines der berühmtesten Tempel im Tal der Könige in Luxor gruben sie 30 uralte Särge aus, die übereinander lagen und mit Malereien bedeckt waren, die noch intakt und genauso lebendig waren wie einst. Das ist einfach unglaublich, aber die eigentliche Überraschung lag im Inneren der Särge, wo sie perfekt erhaltene, in Stoff eingewickelte Mumien fanden. Die Archäologen sind überzeugt, dass die Menschen, die in diesen Särgen begraben wurden, einen hohen Status hatten, wahrscheinlich Priester, aber das ist noch nicht bestätigt. Nummer 5. Antikes Pferd. In Pompeji, Italien, stießen Archäologen auf etwas Schockierendes. Es war ein antikes Pferd, das nach dem berühmten Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus, der die Stadt Pompeji auslöschte, in der Asche konserviert wurde. Schockierenderweise war der von Asche bedeckte Hohlraum, in den der Pferdekörper eingegraben war, so gut erhalten, dass die Archäologen flüssigen Gips einspritzen konnten, sodass er eher wie die Statue eines Pferdes aussieht, das für immer auf der linken Seite auf dem Boden ruht. Wow, das ist ja wie eingefroren in der Zeit. Was seine Größe angeht, so war das Pferd an den Schulterblättern 1,5 Meter groß. Eine beachtliche Größe für ein Pferd in der Römerzeit. Nummer 4. Gepanzerter Dinosaurier. Bergleute in Kanada fanden einen 5,5 Meter langen, stacheligen, panzerartigen Dinosaurier namens Nodosaurus. Das Tier war so gut erhalten, dass es aussah, als wäre es für mehr als 100 Millionen Jahre in der Zeit eingefroren. Als die Forscher am Fundort ankamen, erkannten sie nicht einmal, dass es sich bei dem Tier um einen Dinosaurier handelte. Sie dachten, es handelte sich um ein anderes prähistorisches Meerestier, da solche Tiere bereits vor dieser Entdeckung in der nahegelegenen Mine gefunden worden waren, die etwa 20 Kilometer von dieser Mine entfernt liegt.
stellte ihren Schock vor, als sie erkannten, dass es ein Nodosaurier war. Das etwa 1360 Kilogramm schwere Tier ist so vollständig, dass es wie eine schreckliche Statue aussieht. Nummer 3. Gefrorener Fuchs. Stell dir vor, du läufst Schlittschuh auf einem zugefrorenen See. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Natürlich könnte das Eis brechen, das war ja irgendwie klar, aber eine andere schreckliche Sache, die passieren kann, ist etwas so Schreckliches, wie das hier im See zu sehen. Ja, das ist ein Fuchs unter dem See und er ist gefroren. Das ist ein albtraumhafter Anblick, wenn es je einen gab. Ich wette, dieser gefrorene Fuchs verfolgt noch immer die Träume eines Mannes namens Schäfer Sandstrom, der ihn tatsächlich gefunden hat. Nummer 2. Schädel in Wurzeln. Es ist kein Geheimnis, dass man in den Wäldern schreckliche Dinge sehen kann. Wir haben auf diesem Kanal schon über viele davon berichtet, aber dieser Anblick ist zweifelsohne unschlagbar. Ich meine, es ist ein Schädel in Baumwurzeln und wenn du ihn einmal gesehen hast, wirst du ihn nicht mehr los. Wie es dazu kam, weiß niemand und ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen will. Nummer 1. Eiswasserkreatur. Nachdem wir nun die linke Seite unseres heutigen Vorschaubildes behandelt haben, ist es an der Zeit, über das Bild auf der rechten Seite zu sprechen. Es ist vielleicht nicht so albtraumhaft wie der Schädel im Baum, aber es ist eine andere Art von Schrecken. Es zeigt eine Person, die unter Eiswasser gefangen ist. Das ist einfach nur schrecklich, aber es gibt noch eine weitere schockierende Sache. Wenn du genauer hinsiehst, siehst du, dass die Person eine Art Maske trägt oder vielleicht ist das gar nicht die Person? Was auch immer es ist, es sieht so aus, als ob es sich um eine Art Experiment handelt. Was hat es mit dieser Eiswassersache auf sich? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.